Das tägliche Wort Gottes. Am fünften Tag zeigt Leben in vielfältiger und diverser Form die Autorität des Schöpfers auf unterschiedliche Art und Weise. Die Heilige Schrift sagt: Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art. Und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Genesis 1, 20 bis 21. Die Heilige Schrift teilt uns klar mit, dass Gott an diesem Tag die Lebewesen im Wasser und die Vögel der Luft schuf. Das heißt, er schuf verschiedene Fische und Vögel und gruppierte sie je nach Art ein. Auf diese Weise wurden die Erde, die Himmel und das Wasser durch Gottes Schöpfung bereichert. Als Gottes Worte gesprochen waren, wurde frisches, neues Leben, jedes in anderer Form, inmitten der Worte des Schöpfers sofort lebendig. Sie kamen auf die Welt und rangelten um Platz, sprangen, frohlockten vor Freude. Fische in allen Formen und Größen schwammen durch das Wasser. Muscheln aller Art wuchsen aus dem Sand. Geschuppte, schalige und wirbellose Geschöpfe wuchsen emsig in unterschiedlichen Formen heran, ob groß oder klein, lang oder kurz. Auch verschiedene Arten von Algen begannen munter zu wachsen, wogen sich mit der Bewegung der verschiedenen Wasserlebewesen, drängten die stehenden Gewässer, als wollten sie sagen: Mach schnell, bring deine Freunde, denn du wirst niemals mehr alleine sein. Von dem Moment an, in dem die verschiedenen, von Gott erschaffenen Lebewesen im Wasser erschienen, brachte jedes frische, neue Leben den Gewässern, die so lange geruht hatten, Vitalität und leiteten eine neue Ära ein. Von diesem Zeitpunkt an schmiegten sie sich aneinander, leisteten sich gegenseitig Gesellschaft und maßen einander keinen Unterschied bei. Das Wasser existierte für die Geschöpfe darin, nährte jedes, das in seiner Umarmung weilte, und jedes Leben existierte aufgrund dessen Nahrung, um des Wassers willen. Alles verlieh einander Leben und legte gleichzeitig in gleicher Weise Zeugnis für die Wunderbarkeit und die Größe der Schöpfung und die unübertreffliche Kraft der Autorität des Schöpfers ab. Als das Meer nicht länger schwieg, fing das Leben auch an, die Himmel zu füllen. Nacheinander flogen Vögel, groß und klein, von der Erde in den Himmel. Im Unterschied zu den Geschöpfen des Meeres hatten sie Flügel und Federn, die ihre schlanken und anmutigen Gestalten bedeckten. Sie flatterten mit ihren Flügeln und zeigten stolz und hochmütig ihr wunderschönes Federkleid und ihre besonderen Funktionen und Fähigkeiten, die ihnen der Schöpfer zuteil werden ließ. Sie schwebten frei und pendelten geschickt zwischen Himmel und Erde, über Wiesen und Wälder. Sie waren die Schätze der Luft. Sie waren die Schätze aller Dinge. Sie würden bald die Verbindung zwischen Himmel und Erde werden
und würden allen Dingen die Nachrichten überbringen. Sie sangen, sie flogen fröhlich umher, sie brachten dieser einst leeren Welt Freude, Gelächter und Lebendigkeit. Sie setzten ihr helles, melodisches Singen ein, verwendeten die Worte in ihren Herzen, um den Schöpfer für das ihnen verliehene Leben zu preisen. Sie tanzten fröhlich, um die Vollkommenheit und Wunderbarkeit der Schöpfung des Schöpfers zur Schau zu stellen und würden ihr ganzes Leben dem Zeugnis für die Autorität des Schöpfers durch das besondere Leben widmen, das er ihnen zuteil werden ließ. Unabhängig davon, ob sie sich im Wasser befanden oder der Himmel waren, durch die Anordnung des Schöpfers existierte diese Fülle an Lebewesen in den verschiedenen Lebensstrukturen und durch den Befehl des Schöpfers versammelten sie sich entsprechend ihrer jeweiligen Art. Und dieses Gesetz, diese Vorschrift konnte von keinem erschaffenen Wesen geändert werden. Sie wagten weder jemals, die ihnen vom Schöpfer gesetzten Grenzen zu überschreiten, noch waren sie dazu in der Lage. Wie durch den Schöpfer angeordnet, lebten sie und vermehrten sie sich und hielten sich strikt an den Verlauf des Lebens und an die Gesetze, die vom Schöpfer für sie bestimmt waren. Sie befolgten bewusst seine unausgesprochenen Anordnungen und die himmlischen Erlasse und Regeln, die der Schöpfer ihnen erteilte, über die ganze Zeit hinweg bis heute. Sie unterhielten sich mit dem Schöpfer auf ihre ganz eigene Art und Weise und wussten schließlich die Absicht des Schöpfers zu schätzen und befolgten seine Anordnungen. Keiner übertrat jemals die Autorität des Schöpfers und seine Herrschaft und sein Befehl ihnen gegenüber wurde in seinen Gedanken ausgeübt. Keine Worte wurden hervorgebracht, aber die Autorität, die allein des Schöpfers war, befehligte alle Dinge, die keine Funktion der Sprache besaßen und sich von der Menschheit unterschieden. Die Ausübung seiner Autorität auf diese besondere Art und Weise zwang den Menschen, eine neue Kenntnis zu erlangen und eine neue Interpretation der einzigartigen Autorität des Schöpfers aufzustellen. An dieser Stelle muss ich euch mitteilen, dass die Ausübung der Autorität des Schöpfers an diesem neuen Tag abermals die Einzigartigkeit des Schöpfers beweist. Als nächstes wollen wir einen Blick auf den letzten Satz dieser Bibelstelle werfen. Gott sah, dass es gut war. Was glaubt ihr, bedeutet das? Gottes Gefühle sind in diesen Worten enthalten. Gott beobachtete alle Dinge, die er erschaffen hatte, dabei, wie sie ins Dasein kamen und aufgrund seiner Worte standhielten und allmählich anfingen, sich zu verändern. War Gott zu diesem Zeitpunkt mit den verschiedenen Dingen, die er mit seinen Worten geschaffen hatte, und den verschiedenen Handlungen, die er vollendet hatte, zufrieden? Die Antwort ist, dass Gott sah, dass es gut war. Was seht ihr hier? Was bedeutet es, dass Gott sah, dass es gut war? Was symbolisiert das? Es bedeutet, dass Gott die Kraft und Weisheit hatte, um das zu erzielen, was er geplant und vorgesehen hatte, um die Ziele zu erreichen, die er sich gesetzt hatte. Als Gott jede Aufgabe abgeschlossen hatte, fühlte er da Bedauern?
Die Antwort ist immer noch, dass Gott sah, dass es gut war. Mit anderen Worten, er hatte nicht nur kein Gefühl der Reue, sondern war vielmehr zufrieden. Was bedeutet es, dass er keine Reue empfand? Es bedeutet, dass der Plan Gottes vollkommen ist, dass seine Kraft und Weisheit vollkommen sind und dass nur durch seine Autorität eine solche Vollkommenheit erreicht werden kann. Wenn der Mensch eine Aufgabe ausführt, kann er dann, wie Gott, sehen, dass es gut ist? Kann alles, was der Mensch verrichtet, Vollkommenheit erreichen? Kann der Mensch etwas einmal und für alle Ewigkeit vollenden? So wie der Mensch sagt, nichts ist perfekt, nur besser, kann nichts, was der Mensch vollbringt, Perfektion erreichen. Als Gott sah, dass alles, was er vollbracht und erreicht hatte, gut war, wurde alles, was von Gott geschaffen wurde, durch seine Worte festgelegt. Das heißt, als Gott sah, dass es gut war, nahm alles, was er geschaffen hatte, eine permanente Form an, wurde nach Art eingeteilt und erhielt ein für allemal und für alle Ewigkeit eine festgelegte Stellung, einen Zweck und eine Aufgabe. Zudem waren ihre Rolle unter allen Dingen und die Reise, die sie während Gottes Führung aller Dinge unternehmen müssen, bereits von Gott angeordnet worden und unveränderlich. Dies war das durch den Schöpfer an alle Dinge erteilte himmlische Gesetz. Gott sah, dass es gut war. Diese einfachen, unterschätzten Worte, die so oft ignoriert werden, sind die Worte des himmlischen Gesetzes und des himmlischen Erlasses, die allen Geschöpfen von Gott gegeben sind. Sie sind eine weitere Verkörperung der Autorität des Schöpfers, eine, die praktischer und tiefgründiger ist. Durch seine Worte konnte der Schöpfer nicht nur alles gewinnen, was er zu gewinnen anstrebte, und das erreichen, was er zu erreichen anstrebte, sondern auch alles, was er geschaffen hatte, in seinen Händen lenken und alle Dinge, die er unter seiner Autorität geschaffen hatte, und zudem alles, was systematisch und geregelt war, beherrschen. Auch lebten und starben alle Dinge durch sein Wort und existierten darüber hinaus durch seine Autorität unter dem Gesetz, das er erlassen hatte, und niemand war ausgenommen. Dieses Gesetz begann in dem Augenblick, in dem Gott sah, dass es gut war. Es wird um des Planes Gottes willen bis zu dem Tag, an dem es durch den Schöpfer aufgehoben wird, existieren, fortbestehen und funktionieren. Die einzigartige Autorität des Schöpfers manifestierte sich nicht nur in seiner Fähigkeit, alle Dinge zu erschaffen und allen Dingen zu befehlen, ins Dasein einzutreten, sondern auch in seiner Fähigkeit, über alle Dinge zu herrschen und die Herrschaft zu halten und allen Dingen das Leben und Lebenskraft zu verleihen. Darüber hinaus manifestierte sie sich in seiner Fähigkeit, alle Dinge, die er in seinem Plan erschaffen hatte, endgültig und für alle Ewigkeit in der von ihm geschaffenen Welt in perfekter Form und perfekter Lebensstruktur und in einer perfekten Rolle entstehen und bestehen zu lassen. So wurde sie auch in der Weise manifestiert, wie die Gedanken des Schöpfers keinen Beschränkungen unterlagen, nicht durch Zeit, Raum oder Geografie eingegrenzt waren.
wie auch seine Autorität, so wird die einzigartige Identität des Schöpfers von Ewigkeit zu Ewigkeit unverändert bleiben. Seine Autorität wird ewiglich eine Darstellung und ein Symbol für seine einzigartige Identität sein. Und seine Autorität wird für immer Seite an Seite mit seiner Identität existieren.